Herrn Schibor anzusagen, aber er ist schon genauso Teil dieses Symposiums wie Herr Scheidt und ich und manche anderen auch, bei denen ich mich bei der Stelle auch nochmal bedanken möchte, dass er fast nicht angesagt werden muss. Herr Schibor wird uns jetzt noch einmal ganz konkret beim Thema Medical Content aufzeigen, wo wir Qualitätssicherung brauchen, wie die funktionieren kann und wie wir sie auch effizient gestalten müssen und können, damit sie Anwendung findet, wenn wir all das, worüber wir heute schon gesprochen haben, auch wirklich einsetzen wollen. Und dann sind wir wieder beim Thema Nutzen, einen Mehrwert daraus haben, also nicht mehr Arbeit, sondern mehr Wert, trotz Qualitätssicherung. Und mit dem Auftrag übergebe ich jetzt. Vielen Dank. Herr Scheidt hat mir schon vorher gesagt, du musst mich wahrscheinlich selbst ansagen. Vielen Dank, dass Sie das übernommen haben. Darauf kann ich dann dementsprechend verzichten und kann nochmal an alle Fußballfans nochmal sagen, also ich werde mich kurz festfassen. Also Sie werden auch nichts verpassen. Das Spiel Deutschland gegen Costa Rica ist aus organisatorischen Gründen vorverlegt worden. Das war 4-3 für Costa Rica. Mein Gott, war natürlich ein Witz. Aber ich werde mich trotzdem kurz fassen. Dennis Rorsch hat schon unser gemeinsames Projekt Inhalte in Orbis zu integrieren und das am UKF zu pilotieren sehr gut abgerissen. Und deswegen werde ich mich jetzt in erster Linie auf Inhalte konzentrieren und weniger auf Möglichkeiten der Implementierung unserer Inhalte in unterschiedlichen KISS-Systemen und welche Strategien man dann eben fahren kann eingehen, sondern eben hauptsächlich auf die Qualitätssicherung bei der Bereitstellung und Pflege medizinischer Inhalte eben eingehen, wie der Titel eben schon sagt. Wir haben vor ungefähr einem Jahr eine weltweite Studie durchgeführt, Clinician of the Future heißt die. Ich kann Ihnen gerne ein Exemplar geben, schreiben Sie mir erstmal eine E-Mail. Das ist mein Lieblingsdatenpunkt aus dieser Studie. 70% der Kliniker weltweit und 56% der Kliniker in Europa glauben tatsächlich, dass der weit verbreitete Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien eine positive Transformation des Gesundheitswesens ermöglichen wird. Super Zahlen, nicht wahr? 56% aller Kliniker in Europa, aber 44% glauben das nicht. Also ich finde das total erschreckend. 44% der Kliniker glauben, nee, das ist nichts. Alles wird beim Alten bleiben und wird noch schlechter als vorher gewesen. Ich glaube, dass es da verschiedene Punkte gibt. Da gibt es sicherlich Kommunikation, ist sicherlich eine wichtige Sache, aber auch die Bereitstellung von unvalidierten Informationen und Informationen, zu denen es eben keinen Kontext gibt, in dem dem Arzt nicht gesagt wird, warum wird denn jetzt überhaupt irgendwas Bestimmtes vorgeschlagen, sicherlich einen gehörigen Beitrag dazu leisten. Ich habe mal versucht, die verschiedenen Arten der Entscheidungsunterstützung, die es so gibt, in einzelne Gruppen einzuteilen. Da gibt es natürlich zunächst mal die alte Welt ohne den Echtzeitmodus. Bücher haben wahrscheinlich schon immer Kriterien gegeben, um Entscheidungen im täglichen Leben zu treffen. Das ist dann nicht so ganz so wichtig, ob man das als physisches Buch oder als PDF macht. Im PDF kann man vielleicht immer nach bestimmten Worten suchen, da hat man einen marginalen Vorteil. Der elektronische Zugang zu Journalen ist schon besser. Da kann man eben eine Suchmaschine drumherum definieren und kann eben nach bestimmten Inhalten suchen, die gerade in dem Moment, in dem ich es gerade eben diese Information suche, eben nachsuchen kann. Das sind aber alles Sachen, die man eigentlich eher im Vorhinein macht. Also wenn man jetzt nach einem bestimmten Artikel sucht und man hat ein ganz bestimmtes Problem, muss man den Artikel natürlich noch lesen und dann muss man ihn auch noch verstehen und danach auch noch anwenden. Also das ist alles immer mit Zeit verbunden. Also eigentlich ist was viel Direkteres, Entscheidungsunterstützung eigentlich viel besser. Interaktive Lernplattformen haben wir natürlich auch. Das verfolgt eben auch die Strategie, dass man vorher im Vorhinein die Healthcare Professionals eben in die Lage versetzt, die Kriterien selber im Kopf zu haben, sodass sie eben richtige Entscheidungen treffen.
Aber es gibt natürlich auch die ganze Gruppe der Entscheidungsunterstützungssysteme, die am Point of Care tatsächlich dem Healthcare Professional zu dem Zeitpunkt, in dem er eben die Hilfe braucht, eben auch die Hilfe zur Verfügung stellt. Die Bereitstellung von Fachinformationen über Clinical Key beispielsweise. Clinical Key ist eine große Wissensdatenbank. Clinical Key Now hat auch Entscheidungsbäume. Ich will da jetzt auch keine Else-Werbeveranstaltung draus machen, aber ganze Produkte. Wir haben natürlich auch situationsbezogene Entscheidungshilfen für Healthcare Professionals und insbesondere die Order-Sets, auf die ich dann eben besonders eingehen werde, sind da zu nennen. Das Order-Sets versetzen Ärzte in die Lage, in standardisierten Patientensituationen Entscheidungen zu objektivieren und Entscheidungen immer gleich zu machen, nach den gleichen Kriterien zu entscheiden. Das ist eine Folie, die sehr weit verbreitet ist unter Akademikern. Also man nimmt sozusagen seinen eigenen Fachbereich und nimmt die einzelnen Subdisziplinen, die in dem Fachbereich so existieren, und in die Mitte packt man dann sein eigenes Spezialgebiet. Also in diesem Fall ist es bei mir, wäre das dann eben sozusagen mein Arbeitgeber, den ich dann in die Mitte gepackt habe. Das ist ich glaube aber trotzdem, dass diese Folie eigentlich ganz gut passt. Qualitätskriterien für medizinische Inhalte sind hier eigentlich ganz gut dargestellt, denke ich mir. Zunächst müssen sie natürlich korrekt und aktuell sein, evidenzbasiert. Nationale und Leitlinien sollten berücksichtigt werden. Also man kann nicht den Content in der ganzen Welt auf einmal verkaufen. Es muss also lokal sein. Die lokalen Anforderungen des entsprechenden Marktes, genauso wie die lokalen Anforderungen der einzelnen Klinik, müssen berücksichtigt werden. Die ganze Sache muss vertrauenswürdig sein. Dann können wir uns auch darüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet, wann vertraut man eigentlich Inhalten. Und man sollte gerade dann eben relevant sein, wenn der Arzt eben diese Informationen gerade eben auch braucht. Nun, was sind Order-Sets? Order-Sets ermöglichen leitliniengerechtes Anordnen in wiederkehrenden Patientensituationen. Das heißt, man definiert eine ganz bestimmte Patientensituation, möglichst allgemein, meinetwegen den Verdacht auf Schlaganfall oder den Zeitpunkt direkt vor einer Knie-Tap. Also man könnte alles andere mögliche auch nehmen. Order-Sets werden vom KISS aus aufgerufen. Das heißt, in der Situation, in der der Arzt beispielsweise eine Verdachtdiagnose hat, erscheint ein Button im KISS, und durch das Drücken dieses Button wird dann eben ein Fenster geöffnet, was die Prozessierung des KISS dann nachher eben ermöglicht. Alle für die Patientensituation relevanten Anordnungen sind dann in einem Fenster zusammengefasst, also von der Medikation, Pflege, Labor bis diagnostische Maßnahmen, alles zusammen. Man braucht nicht in die einzelnen Module zu klicken, sondern kann alles eben aus einer Maske heraus machen. Einige bestimmte Anordnungen sind dann eben schon vorausgewählt, die ganz besonders typisch sind für diese Patientensituation. Andere Anordnungen können dann eben zusätzlich ausgewählt werden, und ganz besonders wichtig, wir unterstützen dann die Ärzte da mit zusätzlichen Informationen in unterschiedlicher Detailtiefe, um zu entscheiden, ob eine bestimmte Anordnung in dieser Situation für diesen speziellen Patienten denn jetzt nur wirklich angezeigt ist, oder vielleicht sogar sollte man das sogar sein lassen, gerade da kontraindiziert ist. Und wenn man damit fertig ist als Arzt, dann klickt man auf den letzten Button und hat alles eben dann im KISS initiiert. Mal so als Beispiel, ich tue also, als wäre ich Arzt und hätte den Patienten Robert Müller und habe den Verdacht auf Schlaganfall, trage das im KISS ein, und daraufhin wird, weil in dem KISS für diese Situation ein Order-Set hinterlegt ist, erscheint dort ein Button, ich drücke da drauf und sage, na okay, ich möchte jetzt die Order-Sets für diese Situation aufrufen. Daraufhin wird in diesem Fenster werden alle relevanten Anordnungen für
für den Verdacht auf Schlaganfall angezeigt. Einige sind schon vorausgewählt, alles ist thematisch geordnet dargestellt und zu den einzelnen Anordnungen bekomme ich dann eben die einzelnen Zusatzinformationen. Woraus bestehen die Order-Set-Inhalte denn eigentlich? Nur die Anordnung selber. Die Hinweise können in weniger als 10 Sekunden gelesen werden. Dann gibt es Entscheidungshilfen, die in 1,5 Minuten ungefähr gelesen werden können. Aber wenn jemand das wirklich ganz genau bis ins letzte Detail wissen will, kann er bis hin zur Primärliteratur verfolgen, woher eigentlich die Evidenz kommt, dass wir genau das gerade eben vorschlagen, was wir eben vorschlagen möchten. Nun, woher kommt denn jetzt eigentlich die Evidenz? Wir erfinden das ja nicht, sondern wir prozessieren uns eigentlich. Das ist im Grunde eigentlich nur der redaktionelle Prozess, den wir begleiten und nicht die Erstellung der Evidenz oder der Studien. Also im Grunde kann die Evidenz kann entweder aus retrospektiven Studien von Patientendaten entstehen. Also man hat ärztliche Entscheidungen, man hat Patienteneigenschaften und eben Outcomes, die mit diesen Entscheidungen korrelieren. Dann ist die Entscheidung entweder richtig gewesen oder die Entscheidung ist eben falsch gewesen. Und wenn man danach dann den Outcome mit den Patientendaten korreliert, kommt man zu Modellen, die dann eben vorhersagen, welche Entscheidung in einer bestimmten Situation vielleicht richtiger gewesen ist und welche nicht. Wir kommen von der anderen Seite, von den kontrolliert randomisierten Studien, also Dinge, die tatsächlich wahr sind, im Sinne von, die Community hat akzeptiert, dass das tatsächlich dem aktuellen Wissen entspricht. Und das wird durch den Peer-Review-Prozess selber eben gewährleistet. Kontrollierte, randomisierte Studien kommen zu Ergebnissen, gehen diesen durch den Qualitätsprozess und letztendlich kommt man zu Regeln, die dann eben auch umgesetzt werden können. Die Ergebnisse von solchen Studien, die sind jetzt zunächst mal in natürlicher Sprache veröffentlicht. Die müssen allerdings dann nachher noch in eine elektronische Form geführt werden. Also der Peer-Review-Prozess selber ist sozusagen das Qualitätskriterium der medizinischen Literatur. Wir arbeiten zusammen mit Expertengremien, die sich regelmäßig, typischerweise alle 3 Monate treffen und die Literatur screenen, mit dem Ziel herauszufinden, ob sich Evidenz geändert hat, sodass man Inhalte zu bestimmten Themen, also zu dem Thema, wofür sich das Expertengremium zusammensetzt natürlich, aktualisieren muss. Ist es dem der Fall, wird das in natürlicher Sprache formuliert. Das wird über ein Content-Management-System, was wir zur Verfügung stellen, in elektronische Form überführt. Und das Ergebnis wird dann nachher nochmal von den Experten selber nochmal verglichen, ob das jetzt tatsächlich dem entspricht, was man eben vorher in natürlicher Sprache definiert hat. Ist der neue Content validiert. Validierter Content wird dann auf den Server übertragen, der dann eben von lokalen Maschinen eben angefordert werden kann. Und so kann man eben gewährleisten, dass man einen qualitätsgesicherten Prozess hat und dass man also auf Dauer auch tatsächlich Content hat, der up-to-date ist und nicht man kann natürlich auch als Krankenhaus Inhalte in einem Kraftakt selber generieren. Das funktioniert sicher. Die Frage ist nur, ob man dann auch auf Dauer immer noch jemanden abstellen kann, der jedes Mal wieder nochmal neu die Literatur screent und immer nochmal schaut, ob das alles immer noch up-to-date ist und das dann eben auch editiert im Zweifelsfall. LW ist ein international operierendes Unternehmen, deswegen werden Inhalte typischerweise zunächst für den amerikanischen Markt generiert und wir haben benutzen dann eben ein Content-Management-System, um dann die Inhalte, die zunächst für den amerikanischen Markt erstellt wurden, dann auf nationale Leitlinien zu übertragen. Das ist dann also nicht nur eine reine Übersetzung der Inhalte, sondern eben auch eine Anpassung auf die Anforderungen des entsprechenden Marktes, des entsprechenden Landes.
Dann könnte hier zwischen, könnte, also zwischen dem rechten und dem mittleren, könnte noch ein so ein Filter drin sein, der für Klinikketten besteht. Also man kann die nationalen Leitlinien dann eben auf Klinikketten nochmal übertragen und bekommt dann als Output des Content Management Systems die Inhalte angepasst auf das entsprechende Gebiet und auch eben in der Nomenklatur des entsprechenden Gebiets. Also deutsche Leitlinien natürlich auf Deutsch. Und die Anordnung für bestimmte Krankenhäuser natürlich in der Nomenklatur des Krankenhauses selber. Also da werden dann keine Anordnungen definiert, die in dem Krankenhaus gar nicht existieren. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Hier in der Zusammenarbeit mit Daedalus wird der letzte Schritt für die Anpassung auf die Kliniken selber dann im CPP erfolgen. Wir werden da dann eben nicht mit unserem Content Management operieren, einfach aus praktischen Gründen. Das Content Management System nochmal zusammengefasst, also man kann Anordnungssets erstellen und bearbeiten, also from scratch. Man kann die Schablonen von uns benutzen und kann es eben auf die einzelnen, auf die jeweilige Target Group abstimmen. Rollen werden festgelegt. Das ist also auch sowas wie ein Editorial Process. Also es gibt Leute, die editieren, es gibt Leute, die freigeben. Dann gibt es nochmal einen Pharmazeuten, der nochmal drüber geht. Das ist also ein strenger Prozess, der insgesamt gewährleistet, dass auch das hochqualitativ hochwertige Content nachher entsteht. Und das Ganze ist natürlich verwaltet. Also da werden auch Zeilen festgelegt und Nerv-E-Mails geschickt, falls die einzelnen Leute irgendwie ihre Aufgaben nicht gemacht haben und so weiter. Da sind jetzt noch ein paar Screenshots. Das ist jetzt hier nicht so relevant, weil wir jetzt hier für Orbis die Sache mit CPP machen. Also im Content-Management-System, da kann man sich eben drauf einloggen. Man hat eben so eine eigene Instanz mit Credentials. Wenn man sich dann eingeloggt hat, dann hat man eben Zugriff auf eine umfassende Wissensbibliothek von einzelnen Order-Sets, die man eben aufrufen kann. Will man eben eins aufrufen, klickt man da drauf und das wird im Hintergrund wird dann sofort die Nomenklatur auf das eigene Haus wenn man bei der letzten Abstimmung ist, abgestimmt und dann kann man da drin rum editieren, wenn man denn möchte, oder man kann eben auch einfach es so lassen, weil es ja nun mal einfach evidenzbasiert ist. Genauso sollte es ja dann eben auch sein. Dazu sind dann eben die Entscheidungshilfen, die eben auch dazu vorher schon da sind. Das Ganze ist ein geführter Prozess mit Pulldown-Menüs, also ist nichts Freihändiges, was man da machen muss. Zusammengefasst, Elsevier-Inhalte basieren auf Daten, die einen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben, sind also qualitätsgesichert. Wir stellen Hilfetexte zur Verfügung in unterschiedlicher Detailtiefe, von den ganz kurz lesbaren Texten bis hin zur Primärliteratur. Sie werden in generischen nationalen Vorlagen zur Verfügung gestellt, auch in Vorlagen für Klinikketten zum Beispiel. Sie werden durch lokale Anpassung zum maßgeschneiderten Produkt des jeweiligen Hauses. Und damit würde ich gerne schließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schieber. Gibt es Fragen? Noch, weil ich habe technischen Verständnis einer Frage. Ist Ihr Produkt in der Cloud oder auf den jeweiligen Servern anbinden? Die Anordnung selber erfolgt im KISS. Das Einzige, was wir machen über einen externen Server, ist, dass wir das Content-Management-System zur Verfügung stellen. Wenn aber die Order-Sets in der täglichen Arbeit gebraucht werden, haben wir damit überhaupt nichts zu tun. Das ist lediglich die Konstitution des Order-Sets ist im Krankenhaus vorhanden, aber Daten gehen nicht nach außen. Das ist bleibt alles innerhalb des KISS. Also wir ordnen nicht an. Und zum Content-Management selber, kennzeichnen Sie die Änderungen, dass Sie
schreiben eine Änderung am Versionsprofil oder? Das ist gecheckt. Wir haben Versionierung natürlich, sodass es eben im Nachhinein immer nachvollziehbar ist, welches Orderset hat zu welchem Zeitpunkt eben gegolten. Ja, das ist auch sehr wichtig. Gibt es noch weitere Fragen? Da. Ja, gerne. Das ist BMG. Also vielleicht auch basic. Ich nehme an, Sie arbeiten da schon mit der ABMF eng zusammen, wenn es um die Leitlinienerstellung geht. Und da die Frage für mich, ich habe da wieder gelesen, die 3 bis 6 Monate Zeit bis zur Erstellung der Leitlinien mit der entsprechenden Peer Review und den Fachgremien, gibt es da Bestrebungen, das zu beschleunigen? Ich bin dem BMG sehr dankbar für diese Frage. tatsächlich ist es so, dass wir uns nicht auf Leitlinien alleine verlassen, sondern wir haben ja nur den großen Schatz von Primärliteratur auch bei uns, und wir auch beschränken uns auch eben auch nicht nur auf Literatur, die bei Elsevier veröffentlicht wird. Es gibt natürlich auch noch selbst außer Elsevier gibt es noch was anderes, was veröffentlicht wird. Und nein, im Ernst. Also das ist also wir genau diesen Time Gap, den wollen wir eben auch schließen. Weitere Fragen? Ich habe eine Laienfrage. Vorhin haben wir über die Patienten-ID gesprochen. Gibt es denn für die Ordersets eine ID für den Fall, der eventuell im KIS dann auch oder übertragen werden kann, also auch weiterhin in dem Patienten? Also, im KIS? Also die Benutzung von Ordersets wird getrackt, das sehen wir allerdings nicht, das sieht nur das Krankenhaus. Also man sieht im Nachhinein, das Krankenhaus kann im Nachhinein, wenn es denn will, nachvollziehen, ob ein Patient in der Situation mit einem Order-Set behandelt wurde, oder besser gesagt, die Anordnung mit Hilfe eines Order-Sets abgeschickt wurden, oder ob das direkt im KIS gemacht wird. Technisch ist es im Grunde eigentlich genau das Gleiche. Ob man jetzt nur durch alle einzelnen Module geht und alles einzeln abschickt, oder ob man das Order-Set aufruft und dann alles in einem Schub abschickt. Ich meinte eigentlich eher die Diagnose, die dort angefragt wird, also der Schlüssel quasi für das eigentliche Orderset, der ist ja standardisiert. Also, Der ist ja ohnehin im KIS. Okay. Ja. Sie meinen einen Identifier für das Set? Oder? Ja, letztlich für die Diagnose eigentlich wahrscheinlich. Ja, naja, das sind ja nicht nur Diagnosen, das sind ja auch Anwendungen, als präoperativer Fall zum Beispiel, also präoperative Vorbereitung. Dann bräuchte ich einen Identifier für die Maßnahme, so wie einen OPS-Katalog. Okay, gibt es also eins. Naja, die ist für die Maßnahme. Man könnte überlegen, dass man das nutzt. Das wäre sowas, was man, glaube ich, dann fast mehr auf der Ebene eines CKP hätte, dass man dann sagt, beispielsweise, undenkbar, ich habe tatsächlich den Fall, den Herr Rausch eben skizziert hat, wir haben 3 Lieferanten von Medical Content und sagen, für diese Anwendung möchte ich diesen Content, für diese möchte ich einen anderen Content, oder ich schließe bestimmte Contents aus, weil wir das Leberzentrum Hessen sind und also Leitlinien für Hessen, den machen wir immer selber. Also da schließen wir den Elsevier aus, weil die schreiben wir selbst. Und aber für sowas wie Thrombose, das dürfen andere machen, die schließen wir ein. Das wäre, ginge so in die Anwendung dessen. Aber ja, vielleicht zu dem Thema sind in CKP, ich hatte ja diese Clinical Use Context gesehen. Und wie gesagt, sind eigentlich Container oder neben Containern hängt tatsächlich so ein Applicability Statement. Also das heißt, da kann man ranschreiben, für welche Fälle ist das denn sinnvoll, was hier in diesem Container drin ist. Ne? Also die Formulardefinition oder das Asset. Und das Statement, das bauen wir sehr generisch, da kann man also wirklich solche Regeln aufstellen, wie Sie gerade gesagt haben. Und wenn ich jetzt in der Benutzersituation bin, dann muss das System eigentlich nur noch ermitteln, okay, was sind denn jetzt die Charakteristika dieser Situation, also wer sitzt zum Beispiel vor dem Computer, was für ein Formular habe ich da offen oder was für Diagnosen hat der Patient. Ja? Und das kann dann bei der Suche nach den richtigen Inhalten verwendet werden. Und dann macht man eigentlich ein Matching auf dieses Applicability Statement und schaut, okay, in dem Fall
haben wir hier 5 Formulare, 3 Figur und 7 Order-Sets oder so. Also typischerweise sind unsere Order-Sets an ICD-Codes gebunden. Mhm. Bei uns wäre es dann hauptsächlich wahrscheinlich nur mit ICD. Genau, da gibt es ja Konzepte auch so zu rollen. Flexibel dann auch. Aktivität dann. Keine weiteren Fragen gibt, dann beginnt jetzt. Ah ja, dann wechsle ich mal die Rolle. Genau. Ja, Vertreter unseren Chef, der leider schon zum Flughafen musste. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute hier so ein spannendes, so eine spannende Veranstaltung hatten mit dem BMG insbesondere. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, also mir haben das eigentlich alle Vorträge sehr gut gefallen. Ich freue mich ganz besonders, dass es jetzt wieder, dass es eben nicht einschläft, so eine Veranstaltung, dass wir trotz Corona wieder uns wieder zusammensetzen und wieder in Präsenz hier zusammenkommen, diskutieren. Und über die Jahre sieht man ja auch, dass es doch immer wieder ein Stückchen weitergeht, auch in Deutschland. Also meine Geduld, also Sie kennen das ja, meine Geduld ist ja manchmal am Ende. Aber genau, wir müssen uns weiter in Geduld fassen und es wird weitergehen. Vielen Dank. Habe ich das Privileg, als Erster begrüßen zu dürfen und als Letzter auch Sie verabschieden zu dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme. Ich bedanke mich bei Elsevier für die Treue über die Jahre, dass wir das heute auch auf dem Risiko, ich meine, wir haben den 1. Dezember, wir waren sehr unsicher, ob wir so eine Präsenzveranstaltung machen können. Wir haben damals nicht geahnt, dass wir heute über andere Viren diskutieren, die uns jetzt plagen, aber das lassen wir heute mal außen vor. Also ganz herzlichen Dank, dass wir das wieder gemeinsam veranstalten durften. Ich bin von uns beiden ohnehin der viel größere Optimist, vielleicht berufswegen, weil ich glaube, dass gerade heute die Vorträge gezeigt haben, dass wir viel konkreter geworden sind in dem, was wir erreichen können, dass wir viel mehr das machen, was ich in der Anmoderation schon beschworen habe, nämlich dieses Netzwerken, dass wir heute in ganz anderer Art und Weise miteinander arbeiten und nicht nur miteinander reden, geschweige denn übereinander reden. Und das ist, als wir dieses Format begonnen haben, viel stärker der Fall gewesen, haben wir übereinander gesprochen. Und heute arbeiten wir sogar schon miteinander an dem, was wir uns vorstellen. Und ich bin sehr optimistisch. Und Anordnungsstandards waren nun mal sozusagen der Trigger für diese Veranstaltung, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich zumindest ganz praktisch skizzieren können, wie es jetzt aussieht und nicht mehr durch handgebaute Formulare von Mitarbeiterinnen, die schon in Rente sind. Deshalb ich auch keine neuen Formulare mehr kriege. Also wir müssen da ran. Ja. Das wirklich automatisiert und in der Fläche einsetzen zu können und damit mit Anordnungssets einen ganz anderen Stand von klinischer Versorgungsunterstützung erhalten zu können. Und wir haben heute auch schon gesehen, wenn an manchen Stellen noch als Fingerübung, wie KI schon in der Klinik angekommen ist oder wie wir sogar Dinge, die wir aus der MI ziehen, nämlich die Daten über die Datenintegrationszentren, jetzt schon in den ersten Piloten anwenden können, um tatsächlich so ein gewisses Stück an Zukunft zu gestalten. Und wenn dieser Nutzen ankommt, dann wird die Bereitschaft zur Datenqualität in den Primärsystemen auch auf ein ganz anderes Niveau steigen. Und das ist sozusagen die Ankündigung für die Veranstaltung im nächsten Jahr, was dann Themen sein könnten. Ihnen jetzt einen guten Heimweg, eine schöne Adventszeit, einen schönen Ausklang des Jahres und jetzt am 1. Dezember, glaube ich, darf man schon einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas entspannteres 2023 wünschen.